Willkommen zur Einsatznachbesprechung von meiner Aktion heute in München. Es war sowas von krass heute der Tag, ich kann es euch gar nicht sagen. Es ist alles anders rausgegangen, als ich eigentlich geplant habe. Und das ganze Problem ist natürlich die mangelnde Erfahrung auf solchen Demos mit diesem Equipment. Ich zeige euch das jetzt einmal hier, wie das alles ausschaut. Das ist hier bei mir die Gartenhalle. Ich komme gleich ins Bild. Ich stehe jetzt nur schon hinter der Kamera noch. Und ihr seht oben mein Schild für die Demo. Rechts unten mein Rucksack und links die Wollpullis und Klamotten, was ich mitgenommen habe, weil es kalt war, relativ warm eigentlich, aber ich dachte, wir stehen die ganze Zeit dann da rum und da beim Rumstehen, da braucht man eigentlich dann immer ein bisschen was Besseres zum Anziehen. Links im Bild seht ihr eine Holzplatte. Diese Holzplatte, ich komme jetzt gleich rum, dann zeige ich euch die. Servus. Das ist hier diese Holzplatte. Da dachte ich ursprünglich, ich mache da mein Plakat draus, weil das gerade so rumstand. Das wäre ein super großes Plakat geworden. Allerdings hat das Ding doch einiges an Gewicht, obwohl es bloß eine ganz dünne Platte von der Frontrückwand war. Und ich habe mich zum Glück entschieden, das nicht zu nehmen. Denn da wäre es schiefgegangen, da wäre ich heute komplett eingelaufen. Stattdessen habe ich hier eine dünne Dämmplatte verwendet. Die ist wahnsinnig leicht, ungefähr ja, 8 mm dick. Und das hat sich wirklich bewährt, weil ich bin heute wahnsinnig viel gelaufen. Kilometerweit, viele Kilometer, durch ganz München, durch die Innenstadt. Natürlich noch kurz erwähnt sei, ich habe es dann doch doppelt überzogen mit Folie gestern noch, weil der Wetterbericht gesagt hat, es wird regnen und ich wollte nicht wie ein begossener Pudel dann am Ende dastehen. Der ursprüngliche Plan war, hier diese Stange zu verwenden, um das Ganze hochzuhalten. Das war eigentlich ein Apfelpflücker. Ja, sieht man jetzt nicht so gut, mir geht der Platz hier aus an der Stelle, aber die ist auch relativ schwer und ich bin froh, die nicht verwendet zu haben. Ich schaue jetzt ganz kurz rum, ob das Video noch läuft. Nicht, dass ich. Jawohl, läuft noch. Ich habe stattdessen was anderes gemacht. Ich habe eine ganz witzige Idee gehabt und das war auch super. Muss man sich merken. Ich zeige es euch jetzt. Nämlich meine Fahne nicht an diesem Apfelpflücker befestigt, sondern an dieser Angel. Es ist eine 3 Meter lange Angel, wie ihr seht. Hat super funktioniert. Gerade bei dem Wind, du kriegst wenig Windstöße. Und die ist extrem leicht. Die ist mindestens 5-mal so leicht wie der Apfelpflücker. Und dann noch das Holzbrett ersetzt durch diese Dämmplatte. Das hat mich gerettet heute. Das muss man sagen. In der Einsatznachbesprechung. Vorteil ist auch, dass man diese ganze Angelegenheit relativ gut zusammenlegen kann und kann die dann auch relativ, ja, leicht mitnehmen. Gut, wir stellen sie jetzt mal kurz auf. Ist unsere Fahne. Deswegen stellen wir sie in den Hintergrund. So schaut das Ganze ein bisschen besser aus. Und jetzt der Einsatzrucksack, uraltes Teil, ist eigentlich von einem russischen Kollegen, besser gesagt aus der Ukraine, alter Militär, Minentaucher und Spezialeinheit. Wir haben hier zwei Sony SRS, ja, 31 Boxen. Die sind super und deswegen habe ich den Rucksack auch genommen, weil rechts und links die Dinger gerade Platz haben und das Netz natürlich den Schall durchlässt. Das Ganze braucht gar keine Verkabelung, die Boxen haben selber Akkus drin. Noch dabei hatte ich dann diese 10 Stück Edelweiß für die Kameraden.
hätte ich sie getroffen, denn ich war eine Dreiviertelstunde zu spät, fast eine Stunde, ich kam erst gegen drei. Das war ein Riesenproblem, weil ich mich normal da relativ gut auskenne in München und dummerweise dann auch nur einen ganz windigen Plan von Google Maps ausgedruckt habe. Das war ein Fehler, man hätte Generalkarten mitnehmen müssen. Kompass hatte ich dabei, das hat mich auch noch ziemlich rausgerissen, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht eine, sondern sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht angekommen. Jetzt sei kurz erwähnt, wie das gelaufen ist. Also ich habe praktisch den Rucksack auf, Lautsprecher an, Marschmusik, ihr habt es ja gehört an meinem Post, was ich da, na, die Marschmusik habt ihr nicht gehört. Die werde ich euch vielleicht nachher noch einmal hochladen irgendwann. Also bayerische oder deutsche Marschmusik, Panzergrenadiere, Edelweiß. Das, Prinz Eugen, Entschuldigung, habe mich verirrt. Prinz Eugen, sehr gute Marschmusik. Bin dann mit dem Schild durch München vom Auto zur Theresienwiese. Da haben wir uns eigentlich um 2 Uhr verabredet an der U-Bahn-Station Theresienwiese selbst. Ich selber bin vom Mittleren Ring runter, da wo ich mich eigentlich ziemlich gut auskenne. Hab dann auch relativ gut einen Parkplatz gefunden, habe ein bisschen weiter entfernt geparkt. Dachte eher, dass da näher dran sowieso nichts frei ist. Das war eigentlich auch eine Dummheit, denn es wäre genügend Platz auch näher gewesen. Ich bin dann auch ohne Fahrrad los, denn das hatte ich im Kofferraum in meinem Kombi. Und ich nehme normal das Fahrrad ganz gern mit, weil ich dann extrem schnell die Positionen wechseln kann. In dem Fall dachte ich mir, nein, mach's nicht. War auch ein, vielleicht, ja, es war sicherlich ein Fehler, muss man sagen. Und bin dann nur mit der Angel, also mit der Flagge und mit dem Schild, das ich eigentlich oben einhängen kann mit einem Karabiner, der hier hinten versteckt ist, und kann das Ding dann da an einem bzw. an diesem unteren Ring der Angel befestigen. Dann hing das normalerweise in den Tests knapp unterhalb dieser Flagge. Hat super toll ausgeschaut und dann hatte ich aber das Problem, und das muss man sich auch merken, es war zu windig. Das heißt, das Schild hätte wirklich stark befestigt werden müssen, dass es nicht baumelt. Auch ein Fehler, aber ich hatte das Material gestern nicht mehr parat und ich bin umgezogen. Ich habe nicht alles parat, was ich parat hätten haben sollte. Dann kommen wir langsam zum ganz, ganz Witzigen. Ich bin also dann Richtung Theresienwiese zu Fuß und habe mich verlaufen. Also sprich, ich hätte normalerweise, wie gesagt, besseres Kartenmaterial mitgenommen, wenn ich nicht dachte, ich kenne mich da aus. Blöderweise die Häuserschluchten, und das habe ich in Wasserburg am Inn schon festgestellt, dass Häuserschluchten bei bedecktem Wetter ein Problem sind. Gut, ich hatte einen Kompass, aber den ziehst du auch nicht alle 10 Sekunden raus. Erstmal gehst los, oh, da ist es schon, und Mist, dann sind wir nicht mehr da, wo wir eigentlich hin wollten. Ich musste dann praktisch Passanten, habe ich dann gefragt, weil ich dachte, das geht schneller. Am Handy habe ich kein Internet, ist auch suboptimal. Das heißt, da hätten andere Leute ja auch dann ein Navigationssystem dabei gehabt. Habe ich aber absichtlich normal nicht, weil ich lieber übe, ohne Navigation zurechtzukommen. Bin dann also am Schluss eine Dreiviertelstunde später an der Theresienwiese angekommen. Dreiviertel drei gegen drei gehe ich über diese riesige Theresienwiese, die ist so groß, da braucht man schon also ganz schön lang, bis man ans andere Ende kommt, und bin dann, waren viele Leute, die haben schon ein bisschen gespielt, ein Haufen Jüngere, die dann Ball gespielt haben und so, ne? Und bin dann eben mit dieser Marschmusik und dem Schild und der Flagge, bin ich ja durch München und dahin und dann da drüber über die Wiese. Das war eine Schau. Die Leute haben geschaut wie UFOs, das muss man sagen. Das war wirklich witzig. Es ist, ich denke, drei Viertel haben erst einmal ein bisschen deppert geschaut. Ein Viertel war super begeistert. Die haben mir dann gleich Daumen hoch und haben gegrinst.
Und von den anderen, da hat sich dann ein Teil, dann, wenn die Manette hingeschaut hat, also lieb, gegrüßt hat, auch gegrüßt und war dann zufrieden. Und so ein Drittel war völlig schockiert. Die haben gedacht, jetzt geht die Welt unter. Ist aber wahrscheinlich auch nicht schlecht, denen einmal zu zeigen, dass es also nicht immer alles so geht, wie die sich das da denken in dieser Republik. Komm also an die Theresienwiese, geh drüber. Es war eine Schau, muss man sich vorstellen, aber es war kaum jemand da und die Demo war gar nicht existent. Das war das Nächste. Man hat diese Demo nicht stattfinden lassen, beziehungsweise war das Ganze, scheinbar dieser Fake auf Telegram, ein tolles Plakat, das angeblich Michael Fritsch und die alle um 2 Uhr auf der Theresienwiese in München sprechen. Das war der Fake, da bin ich scheinbar auch aufgesessen. Und ich wollte mich treffen mit einigen hoch, wie gesagt, guten Kämpfern. Und die waren dann scheinbar um 2 Uhr da. Auch eine ganz liebe Kameradin, die auch Extremsportlerin ist und auch im Gebirge sehr, sehr stark ist. Und leider Gottes hat die eben auch kein Handy, weil die auch, sagen wir, keine Lust auf dieses moderne Zeug hat im Leben. Und dann konnte ich die nicht anrufen, die war dann schon weg und es war an dieser vereinbarten U-Bahn-Station Theresienwiese kein Arsch da, niemand hat demonstriert, keiner. Nur diese normalen Passanten, die da sich rumgetummelt haben, die haben natürlich geschaut, wie ich dann daherkomme. Dann bin ich weiter, dachte mir, okay, weil es sollte ein Autokorso beginnen auch um 14 Uhr dort. Und dachte ich, der ist natürlich weg, klar, logisch. Und habe auch zwei ganz liebe, lustige Mütter getroffen, ein Pärchen. Und die haben mich dann, haben mir gesagt, ja gut, der muss in die Richtung sein, in die und die Richtung. Und dann sind wir da Richtung Heimeramplatz gegangen. Die sind mit dem Radl, ich bin nebenher gejoggt mit dem Rucksack und dem Zeug. Ging schon irgendwie. Das Schild musste ich mit einer Hand vor der Brust tragen, weil ich... ich hätte mir was basteln können zum Einhängen. Ich habe eine Schnur habe ich dabei gehabt, das wäre gegangen. Ich habe es ohne Schnur geschafft. Es ging ganz leicht. Rechts die Flagge, die konnte man dann einfach so nehmen. Das war kein Problem. Ging. Hätte aber kräftesparender gelöst werden können. Training schadet ja aber auch nichts. Ein bisschen Krafttraining. So, dann war aber an der Endposition, da am Heimeranplatz, wo angeblich der Corso oder irgendwas anderes noch wäre, auch keiner da. Kein Mensch. Da habe ich mich verabschiedet, die sind dann heimgefahren, ich bin dann zurück und habe mir gedacht, ich schaue nochmal auf die Theresienwiese, bin noch einmal kilometerweit zurück im Bogen. Da sind wir, da bin ich insgesamt schon eineinhalb Stunden gelaufen gewesen, zwei vielleicht, und komme dann auf die Theresienwiese wieder und juhu, ich sehe was, Polizei, und zwar ohne Ende. Mit einer Einsatzbereitschaft war das dann und es war also wirklich eine Hundertschaft, die haben wahrscheinlich so 20 Busse oder so da gehabt und es war also irrsinnig Polizei am Ende der Theresienwiese und auch ein paar Autos, das waren vielleicht so 50 Autos in Schlange, die war dann schon ganz schön lang und außenrum auch so Leute. Und ich dachte mir, super, jetzt klappt's. Jetzt gehe ich dahin, 100 Mann aus der Münchner Einsatzbereitschaft und die Leute und ich schalte dann meinen Lautsprecher an und dann gibt's die Ansprache der Gebirgsdivision, so wie ihr sie vorgefunden habt, ein Post weiter oben. Und dann war das aber leider anders. Ich komme von dem Ende, wo die Polizei nicht stand, das war auch ein großer, großer Bereich, schon die ersten Leute rein. So viele waren es nicht, aber 100 bestimmt. Und dann gehe ich da durch mit meiner Riesenmarschmusik, marschiere ein, es war ein Gaudium, aber leider falsch. Es waren gar keine von der Widerstandsbewegung gegen dieses Corona in dem Sinn, sondern es war Antifa.
Antifa war es und ich hab's nicht gecheckt. Ich dachte, ich gehe jetzt da erstmal rein, trari, trara, und marschiere da ein mit der Marschmusik. Weiter hinten, vielleicht 300, 400 Meter weiter, war Polizei, dieser riesen Riegel in die andere Richtung, haben die geschaut, als haben irgendwas umzingelt oder keine Ahnung, hat man nicht gesehen. Und ich bin natürlich, dachte ich mir, super, ich gehe jetzt erstmal Richtung Polizei, da durch die ganzen Leute. Und nachdem ich blöderweise nicht gemerkt habe, dass das Antifa war, war das natürlich extrem scheiße. Ich habe da nicht damit gerechnet, ich habe nicht geschalten. Deswegen auch die Einsatzbesprechung, die haben nicht alle so schwarze Klamotten angehabt. Nicht, dass das ihr euch so vorstellt. Die hatten normale Klamotten an, ja, schäbige, so Asso-Klamotten, aber du schaust ja nicht gescheit. Und wo ich dann so rein bin, durch Trala marschiert, dann kommen schon die ersten fünf oder was auf mich zu. Zack, Reihe und waren giftig. Und einer war extrem, Leute, das war, der hat Schaum vor dem Mund gehabt. Der hat die Fahne gesehen, der hat Schaum vor dem Mund gehabt. Und wie gesagt, der hat mich dann angegangen, aber ohne Ende. Der ist auf mich losgesprungen, wollte gleich reinhauen. Ich habe ihn gerade noch abgewehrt, erst mit einer Hand, weil ich da die Fahne hatte. Einmal zurück, Fahne umgedreht und dann ist er wieder auf mich los. Er war natürlich blöd, weil ich habe ihm natürlich dann erst einmal den Stiel von der Fahne, von der Angel, natürlich gescheiter mal ins Brustbein reingehauen. Ich meine, der wird morgen einen riesen Blachari haben, den hat es gleich ein bisschen zurückgenommen, so 2-3 Meter. Dann wollte er nochmal auf mich los, aber das hat er sich dann doch nicht getraut, weil sonst hätte ich ihn wahrscheinlich mit dem, ich bin im Stockkampf ein bisschen geübt, Gott sei Dank, sonst wäre es wahrscheinlich bitter ausgegangen, denn die anderen, die da noch dabei waren, die waren auch nicht ganz so chillig, sagen wir mal so. Ja. Und dann wären die zu mehreren auf mich los, da wäre es dann kritisch geworden, weil durch die Fahnen oben hast du mit der Angel nicht die Möglichkeit, wie mit einem Stock, weil das Ding natürlich träge ist und du kannst dann nicht, funktioniert gar nicht, du kannst es nur umdrehen und kannst dann mit dem stumpfen Ende unten, kannst du dann praktisch ein bisschen rammen, sagen wir mal so. So, dann bin ich da, den habe ich dann abgewehrt und bin dann doch lieber Richtung Polizei, wieder ganz stolz, weitermarschiert, die mussten mich ein paar Mal umdrehen, weil die mich fast verfolgt hätten, aber das haben sie sich dann scheinbar doch nicht ganz getraut. Sind sofort die ersten Organisatoren von diesem ehemaligen Autokorso, da waren nämlich noch welche da, scheinbar, und die sind gleich auf mich losgesprungen und haben dann gesagt, also die waren weg und waren dann wieder da, so ist besser ausgedrückt, und die haben dann sich beschwert über die Fahne, dass die Nazis kommen. Dann musste ich erst einmal erklären, dass das keine Nazi-Fahne ist, sondern eine Fahne aus dem Kaiserreich und dass das mit Nazis nichts zu tun hat, haben die nicht kapiert. Das ist das Problem in der Bevölkerung. Ich habe es dann erklärt, das war eine nette alte Dame, die hat es dann verstanden. Ich habe gesagt, das ist bitte auch weiterzugeben, dass man sich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt. Und dann kam ich eben direkt hinter die Polizeiabsperrriegel, waren ungefähr 50 Mann, alle in die Richtung geschaut, dann zig Pulks noch, also das waren wirklich über 100 Mann, wenn es nicht 150 waren, ich kann es jetzt nicht genau einschätzen, waren viele, alle in Schwarz, und ich bin dann, dachte ich mir, gut, jetzt die Ansprache. Vor der Polizei außen rum und dann ging es los, wieder Antifa. Mann, oh Mann, und dann haben die natürlich blärt und Riesentheater und dann die Polizisten, die wollten dann gerade anschalten und dann Einsatzbesprechung merken, ist voll das passiert, was man nicht denkt. Riesenfehler. Normal hat das Ding Akkus, die haben Akkus, Handy hat einen Akku und das ist mein Kabel für die Stromversorgung. Da ist drinnen nämlich ein Akkupack, ja, und diesen Akkupack, den habe ich immer dabei, dann, da wollte ich dann hier das Handy, normalerweise habe ich dann das Handy hier angesteckt. Die Boxen halten locker aus, 5 Stunden oder so, bei voller Lautstärke, kein Problem. Aber das Handy hält nicht so lang durch und ich habe das während dem langen Zumarsch, der ja 2 Stunden gedauert hat oder ja 1,5,
zwei Stunden, habe ich das nicht eingesteckt gehabt. Weil ich dachte zuerst, ja, ich brauche bloß eine Viertelstunde hin und dann, wenn ich dann die anderen treffe und so, und wir sind dann da auf der Demo, dann habe ich noch genügend Zeit, um es irgendwann einzustöpseln, bevor das Handy ausgeht. Und vorm vielen Marschieren und Rumfragen und Tun und Machen habe ich dann ganz vergessen, das Ding ans Handy anzustecken. Und Handy in der Tasche, mit Marschmusik her, will gerade, drück auf Ansprache, dann macht's. Achtung, Achtung, dies ist eine Durchsage der Flug. Akku leer. Scheiße. Lagebesprechung. Gut merken, Fehler vermeiden beim nächsten Mal. Dann eben Handy wieder angestöpselt, erstmal neu laden, muss ja erstmal hochfahren. Und dann wollte ich gerade neu anfangen. Dann hat aber diese Antifa einen solchen Terz gemacht über mich, die haben sich dann der alle echauffiert über mich. Und dann hat er auch kam, also ja, die Polizisten, diese riesige Horde, die waren ja direkt neben mir, da. Ich war ja fast drin gestanden, die direkt dran, also 10 Meter. Und dann sind die, habe ich erst gecheckt, scheiße, das ist ja ein Antifa-Haufen, also ein richtiger. Ich dachte, die am Anfang waren nur ein Pulk von Antifa, dass die ganze Sache, das war eine einzige Antifa-Geschichte. Das war, die ganzen Polizisten waren nur wegen der Antifa da. Kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich mittendrin, diese Hundertschaft war umzingelt von Antifa und ich als einziger Passant zwischendrin in den Polizisten. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, wie geil das war. Ich hätte da gar nicht mehr rausgekommen. Ne? Die hätten mich ja zerlegt. Und dann haben, weil gut, aber dann haben die Polizei, wo ich dann beim zweiten Mal habe ich eben die Ansprache gestartet, als da das Handy wieder hochgefahren ist. Und dann hat es geheißen, nein, ausmachen bitte. Ich habe das dann auch gemacht, weil es war wirklich zu krass. Wir hätten, also das wäre wirklich ein Randale geworden und ich wollte es einfach unseren Polizeieinheiten nicht antun. Und die waren dann auch fürchterlich lieb, haben meine Personendaten kontrolliert und haben mich dann gefragt, ob sie mich zum Auto fahren sollen. Ja, da sind wir in einem Bus rein mit verdunkelten Scheiben und einfach rausgefahren aus dem ganzen Haufen. Aber hoppala, also das war ein bisschen blöd von mir. Ich hätte eigentlich vorher einen Feldstecher mitnehmen sollen und die Lage genauer beobachten. Das werde ich nächstes Mal auch machen, dass ich weiß, wo ich überhaupt hinmarschiere. Ich bin da so juhu daher. Versteht ihr? Zu krass. Und ja, so war der Tag heute und dann bin ich heimgefahren und das war wirklich also das höchste Gaudium schlechthin. Und beim nächsten Mal, da wird es dann ein bisschen besser, da werde ich schauen, dass ich früher loskomme. Ich habe einfach mit dem ganzen Chat und dem ganzen Kanal und dann noch heute früh, nachts gestern noch das Schild gebastelt, hat 2 Stunden gedauert, ich bin irgendwann nachts um 3 fertig geworden, 3:30 ins Bett und dann heute früh um 10 Uhr raus, weil ich schon so fertig war. Ich war die letzten Tage so kurz geschlafen und dachte, das packe ich schon. Dann hat aber die Aufnahme von dem ganzen Ding zu lang gedauert. Ich habe dann auch den Text erst entwerfen müssen. Also es war ein bisschen die Zeit auch. Die kurze Vorbereitungsphase, ich hätte locker 3 Tage vorher anfangen müssen, dann wäre ich gestern fertig gewesen, hätte ganz gechillt da das alles organisieren können. So bin ich heute reingerast mit 200 auf der Nürnberger und wie gesagt, dann auch noch ein bisschen verlaufen und dann waren die anderen auch noch weg. Und naja, auf jeden Fall schöne Grüße an alle und wir sehen uns dann und schreiben uns natürlich das auch dann, was es da vielleicht noch Ideen von euch gibt, um da noch ein bisschen besser das Ganze zu gestalten. Ich hätte mir gewünscht, dass ich einen Offizier dabei gehabt hätte, der praktisch die Lage ein bisschen besser klärt. Da bin ich nicht stark genug auf der Brust allein. Das muss man sagen. Ich bin zu lang eigentlich schon heraußen. Wir sind immerhin bei mir jetzt fast 20 Jahre. Muss man sagen. Also, macht's es gut. Bis nächstes Mal. Und wir sehen uns. Servus.